Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: Wenn Sie etwas verkaufen, brauchen Sie jetzt Facebook. Sind Sie Freiberufler oder selbstständig? Sind Sie Autor oder Blogger oder haben ein Ehrenamt? Ihre Zielgruppen sind schon längst im Web 2.0. Und wo sind Sie? Durch das Internet und speziell durch die Social-Media-Dienste wie Facebook, Twitter und Blogs haben Firmen sukzessive die Macht über die Wahrnehmung ihrer Produkte eingebüßt. Jetzt liegt die Macht bei uns, den Verbrauchern. Und das ist Ihre Chance, wenn Sie etwas anzubieten haben oder für etwas werben wollen. Egal, ob es eine Idee, eine Initiative, ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Weshalb es für Sie speziell wichtig sein kann, sich bei Facebook zu präsentieren, will ich hier beschreiben. Klassisches Marketingdenken, also Marketing 1.0, hat Konkurrenz bekommen. Das bedeutet bisher, ein Produkt oder eine Dienstleistung herzustellen oder anzubieten und dann mit viel Werbung in den Markt zu drücken. Das hat sich mittlerweile geändert. Beim Marketing 2.0 geht es nicht um große Versprechungen und coole Werbesprüche. Beim neuen Marketing geht es vor allem um Beziehungsaufbau und Kommunikation. Und wenn Sie etwas zu verkaufen haben, bekommen Sie meiner Ansicht nach an Facebook nicht vorbei. Denn ähnlich wie Twitter lässt sich auch Facebook nicht mehr als neumodischer Kram für Leute mit zu viel Zeit abtun. Schauen Sie sich mal die wachsenden Nutzerzahlen von Facebook und Twitter an. Doch wo fängt man an? Und vor allem, wie? Hierfür kann ich ein Buch empfehlen. Es hat den Titel Facebook Marketing unter Freunden. Es ist ein guter Wegweiser, sich mit dieser neuen Art von Marketing zu befassen. Ihr Hauptvorteil dabei ist, Social Web Dienste sind passiv viral. Im Zeitalter des E-Mail musste man Informationen noch aktiv verbreiten, musste Fotos, Videos oder Links anhängen. Virale Verbreitung heißt, jemand niest und etliche Menschen in der Nähe werden angesteckt. Nur dass virale Werbung mehr Nutzen und Spaß bringt als ein Schnupfen. Bei Facebook reicht ein Klick und sofort wird der gesamte Freundeskreis darüber informiert. Sobald Sie als Fan einer bestimmten Facebook-Seite geworden sind und auf den Gefällt-mir-Button klicken, werden Sie über neue Inhalte automatisch informiert. Virales Marketing ist deshalb so wichtig und im Trend, weil im Vergleich zu klassischen Werbemaßnahmen nur etwa 14% der Menschen den täglichen Werbebotschaften glauben, wohingegen 78% den Empfehlungen ihres Netzwerks vertrauen. Zitat aus dem Buch: Im Social Web zählt nicht die nackte Reichweite im klassischen Sinn. Hier gilt, Qualität schlägt Quantität. Bei Ihnen ist das doch ähnlich. Wenn Sie einen Zahnarzt oder Rechtsanwalt suchen, glauben Sie doch nicht vor allem der jeden Samstag erscheinenden zweispaltigen Anzeige im Anzeigenteil Ihres Lokalblatts. Papier ist geduldig. Aber wenn Ihr Freund oder Kollege Ihnen begeistert von der Qualität und der Freundlichkeit eines solchen Freiberuflers vorschwärmt, notieren Sie sich vermutlich den Namen oder rufen gleich an. Nun, mit Facebook vergrößern Sie einfach virtuell Ihren Bekanntenkreis, zeigen, was Sie anzubieten haben und lassen sich empfehlen. Wenn Sie Facebook verstanden haben, können Sie sich und Ihre Angebote entsprechend positionieren und Aktionen entwerfen, die Ihre Facebook-Gemeinde nicht genervt wegklickt, sondern als wichtige Information eines geschätzten Freundes liest und viral weiterverbreitet. Dabei helfen unter anderem die Social Plugins von Facebook, die statische Webseiten in interaktive Erlebnisse verwandeln, Informationen vernetzen und so attraktiven Nutzen schaffen. Und die Facebook-Gemeinde wird immer größer. Derzeit sind es 11 Millionen in Deutschland. Die Autoren schreiben dazu, Zitat: Wenn Facebook ein Land wäre,
wäre es die viertgrößte Nation der Welt. Zitat Ende. Hier die wichtigsten Tipps, wie Sie sich eine Community mit möglichst treuen Freunden aufbauen. Veröffentlichen Sie tägliche Statusmeldungen. Sorgen Sie dafür, dass Sie wahrgenommen werden, aber nerven Sie nicht. Mindestens 3, aber nicht mehr als 5 Meldungen sind ein ganz guter Schnitt. Je nützlicher und oder unterhaltsamer Ihre Nachrichten sind, umso höher die Chance, dass diese positiv aufgenommen werden. Verbinden Sie die Offline-Welt mit der Online-Welt, zum Beispiel indem Sie Ihre Webadressen von Facebook, Twitter und andere auf Ihrer Website, Ihre Briefbögen, Visitenkarten etc. aufführen. Nutzen Sie die Social Plugins. Binden Sie die Like-Box von Facebook auf Ihrem Blog oder Ihrer Website ein. So können Besucher dort Ihre Fans werden, ohne die eigentliche Facebook-Seite aufzurufen. Übrigens, ich kenne die Diskussionen und Ängste und die Datensammelwut von Google, Facebook und Co. und unterschätze sie nicht. Es kommt eben ganz darauf an, was Sie von sich ins Netz stellen. Es sollten nur Dinge sein, von denen Sie wollen, dass man sie auch noch in 100 Jahren über Sie liest. Richten Sie sich an Endverbraucher. Firmenkunden werden Sie schwerlich auf Facebook finden. Richten Sie deshalb Ihr Angebot direkt auf Ihre möglichen Endkunden aus. Sprechen Sie vor allem die Nutzenvorteile an, die Ihre potenziellen Kunden ansprechen könnten. Schalten Sie Pay-per-Click-Anzeigen. Facebook versorgt Sie mit ausführlichen Statistiken über Geschlecht, Alter, Wohnort und vieles mehr möglicher Nutzer. Auf diese Weise können Sie zielgruppengerechte Anzeigen für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung schalten. Nutzen Sie Cross-Media. Kündigen Sie Verkaufsveranstaltungen, Events, Mitgliedertreffen oder Seminare als Facebook-Event an und auf der Veranstaltung ermutigen Sie Besucher, Inhalte, Fotos und Videos direkt auf Facebook hochzuladen. Mit den meisten Handys geht das heute ganz einfach. In dem Buch Facebook – Marketing unter Freunden werden viele Kampagnenbeispiele und Erfolgsstories von etlichen Business-to-Consumer-Unternehmen beschrieben. Unter anderem von einer Klinik, die statt Krankheiten das Thema Gesundheit in den Vordergrund stellt. Und hier Anregungen, wie ganz normale Leute diesen Weg für sich genutzt haben. Zum Beispiel für Handtaschen. Okay, das ist vielleicht nicht so schwer. Eine Rechtsanwaltskanzlei, sehr gut gemacht mit Videos. Das Thema Baubiologie kann man auf Facebook finden. Etwas sprödes Thema, aber sehr gut umgesetzt. Aber zum Beispiel auch das österreichische Rote Kreuz oder ein Aktionsbündnis gegen AIDS haben Facebook-Seiten mit über 1000 Freunden. Vor allem für ehrenamtliche Initiativen ist Marketing via Facebook eine kostenlose, aber reichweitenstarke Strategie. Apropos kostenlos, Werbung über Facebook kostet wirklich kein oder kaum Geld, aber dafür viel Zeit. Denn um nützliche oder originelle Meldungen zu finden oder zu verfassen, braucht es Zeit und Sorgfalt. Aber das geht. Als Beispiel können Sie sich meine beiden Facebook-Seiten anschauen. Unter Roland Kopp-Wichmann finden Sie die dort. Das Buch Facebook Marketing unter Freunden ist ein idealer Einstieg für Freiberufler, Selbstständige, Blogger, Trainer und jeden, der seine Dienstleistung oder eine Idee mittels Facebook strategisch verbreiten will. Auf meinem Blog gibt es eine Leseprobe des Buches. Ein anderes gutes Buch ist Social Media Marketing Strategien für Twitter, Facebook und Co. von Tamar Weinberg. Auch das finden Sie auf meinem Blog. Und jetzt sind Sie dran. Angenommen, Sie würden es hinkriegen. Für welche Ihrer Interessen, Hobbys, Produkte, Dienstleistungen, Initiativen könnte Facebook-Marketing nützlich sein.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.